Ja, moin, liebe Borussen. Super, dass ihr auf dem Donnerstag wieder dabei seid. Einfach der Wahnsinn, was abgeht. Richtiges Torwart-Drama bei uns. Ich gucke gerade auch nebenbei noch Sky Sport News HD. Da passiert, kommen ja minütlich Meldungen rein, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal vielen Dank für euren wahnsinnigen Support. Beim letzten Video 150 Kommentare. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich freue mich über jedes, wirklich jedes Kommentar. Ich lese auch jedes einzelne. Aber aktuell ist es wirklich schwierig für mich, wirklich auf jedes Kommentar zu antworten. Aber lesen tue ich sie alle und das ist mir eine unheimliche Freude und dafür möchte ich mich auch nochmal bedanken. Und wie immer, lasst gerne ein Abo und ein Like da. Und jetzt starten wir rein. Ja, und in 2 Wochen ist Rückrunde und wenn ihr noch ein Trikot brauchen könnt, dein Sportsfreund, mein Partner, haben jetzt alle Gladbach-Trikots für 63,95. Also wenn ihr da noch eins noch braucht. Mein Favorite ist eigentlich das dritte und das, also das dritte Trikot und das Auswärtstrikot. Ja, finde ich sehr, sehr nice. Also wenn ihr noch was braucht, schaut gerne vorbei. Und jetzt kommen wir zum großen Drama. Also was wohl feststeht mittlerweile, das berichten alle, dass Jan Sommer einig ist mit Bayern München. Das hat sie sich ja schon angebahnt. Sommer hat das wohl auch intern schon bestätigt. Sommer hat wohl auch schon in der Kabine gesagt, dass das wechseln will. Ja, aber da steht natürlich auch immer noch unser Verein Borussia Mönchengladbach dazwischen. Und meine Gedanken zu dem Transfer werde ich jetzt einfach mal äußern. Ich glaube, dass es ein unfassbar beschissener Zeitpunkt ist. Wir haben eigentlich kein Geld, um einen neuen Torwart zu kaufen. Im Endeffekt müsste Bayern so viel Ablöse zahlen, dass wir einen neuen Keeper kaufen könnten. Zu den möglichen Nachfolgern werde ich jetzt gleich kommen. Und ich glaube nicht, dass man Olszewski zutraut, bei Gladbach die Nummer 1 zu werden. Das ist meine Meinung. Weil man so intensiv nach Nachfolgern guckt, glaube ich, dass man es ihm nicht zutraut. Sonst würde man ja sagen, komm, wir nehmen die 5 Millionen, wir setzen als Sippel auf Nummer 2 oder holen einen Ryan, wie im letzten Video, und Olszewski macht das dann für die Rückrunde. Ich glaube, sonst könnte man den Weg ja auch gehen. Ich meine, die Kassen sind leer, nimmt man noch 5 Millionen für Sommer und füllt die Kassen damit auf und Olszewski macht das. Aber ich glaube, dass dieser Weg Gladbach zu heikel ist, ist meine Meinung. Und deswegen platzt Farke auch so ein bisschen, sage ich mal, der Hut. Würde mir auch, also ich würde ausrasten. Du hast endlich alle Spieler so halbwegs fit. In Gummo und Weigel haben die erste Vorbereitung, läuft richtig gut. Und dann hast du 2 Wochen vorm Derby, vom Rückrunden. Also ist ja kein Rückrundenstart, sondern noch die Rest der Hinrunde. So ein Thema. Da wird mir die Hutschnur platzen, sage ich ganz ehrlich. Also da hätte ich als Daniel Farke, hier steht da, richtig den Kaffee auf, sage ich euch so, wie es ist. Ja, und an Wirkos Stelle würde ich sagen, entweder ihr bezahlt uns mögliche Nachfolger oder Sommer bleibt bis zum Sommer. Dann ist es halt so. Als mögliche Nachfolger hat Sky ins Spiel gebracht. 90 Minutes habe ich jetzt den Artikel rausgesucht, aber habe ich auch gerade bei Sky Sport News gesehen. Jonas Omlin soll 7 Millionen Euro kosten, 7 bis 10 Millionen, steht noch bis 2024 bei Montpellier unter Vertrag. Spielt eine solide Saison, 1,90 groß, größerer Keeper. Ja, aber auch bei 7 bis 10 Millionen. Das heißt ja nicht, Montpellier steht in der Ligue 1 als Abstiegsplatz, also die, auf dem Abstiegsplatz. Die brauchen ja auch einen Nachfolger. Also alles so einfach ist das nicht. Dass Montpellier dann auch sagt: Hier, komm, Abfahrt, geht ab zu Gladbach. Ne? Als zweiter Nachfolger wurde Philipp Köhn von Sky ins Spiel gebracht. Auch noch ein junger Keeper, groß, spielt bei RB Salzburg, Marktwert 4 Millionen, aber wenn der Vertrag bis 2025 hat, bist du da auch bei 10 Millionen. Also Bayern muss aus meiner Sicht definitiv unseren Nachfolger kaufen, beziehungsweise die Ablöse dafür zahlen. Wenn Montpellier sagt, wir wollen 10 Millionen, dann sage ich Bayern, ja, wenn ihr Sommer haben wollt, bezahlt uns 10 Millionen, sonst Arsch lecken. Ist halt, also Entschuldigung, aber muss man einfach mal so sagen. Ein dritter Mann, der ins Spiel gebracht wurde, von dem ich persönlich, also nichts gegen Rafa Ginkiewicz, guter Keeper, guter Typ, aber der junge Mann ist 35 Jahre alt, hat vielleicht noch 1 bis 2 gute Saisons, und den als Nummer 1 zu stellen, den macht aus meiner Sicht gar keinen Sinn. Das wäre halt dann wirklich wie bei Ryan nur die Option, man setzt auf Olszewski und baut dahinter Rafael Ginkiewicz aus, setzt dahinter Rafael Ginkiewicz, aber ja, daran glaube ich nicht. Ich glaube, es soll laut, also wenn ich das alles so höre und mitbekomme, traut Gladbach Olszewski die Nummer 1 nicht ganz zu hinter Sippel, beziehungsweise vor Sippel als Nummer 1, und man will, wenn Sommer geht, eine richtige Nummer 1 verpflichten. Das ist so meine Sicht der Dinge. Ja,
ist schade. Also man könnte ja auch einfach sagen, wir nehmen die Kohle, die maximale Kohle, die wir von Bayern bekommen und setzen auf Wachowski, stopfen damit, sage ich mal, Finanzlöcher. Anscheinend haben wir ja gar kein Geld, so wie es berichtet wird, oder relativ wenig Geld. Und ja, bauen auf Wachowski, wenn das funktionieren würde, hättest du für 10 Jahre einen Top-Keeper. Ne? Aber Gladbach will wohl eine neue Nummer 1. Da müssen wir damit abfinden. Und dann muss Bayern den bezahlen, wenn sie Sommer wollen. So ist es. Und auf das Gerücht habe ich eigentlich nur gewartet. Ich habe manchmal überlegt, ihn mit reinzunehmen als mögliche Verpflichtung. Kovnacki, ich weiß nicht richtig, wie man ausspricht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ist ablösefrei im Sommer, spielt bei Fortuna Düsseldorf. Der junge Mann ist wohl auch interessiert, nach Gladbach zu kommen. Spielt auch keine schlechte Saison, hat zum ersten Mal wirklich eine richtig gute Zweitligasaison, beziehungsweise hatte auch schon mal eine, hat aber jetzt in 17 Spielen 6 Tore, 6 Vorlagen gemacht. Ist für mich aber kein Thuram-Nachfolger, sage ich euch gleich. Das ist, sage ich mal, ein Ersatzspieler. Als Stürmer-Alternative, wenn vorne mal nichts geht, kannst du den reinschmeißen. Kann auch auf die Außen, aber ist eigentlich ein Stürmer. Ja, wenn man ihn ablösefrei bekommt, kann man den als Kaderergänzung dazunehmen, definitiv. Aber ein Nachfolger für Marcus Thuram ist es aus meiner Sicht definitiv nicht. Ich finde es einen interessanten Mann, um ja mehr Breite im Kader zu haben, gerade vorne in der Spitze. Aber Nachfolger von Thuram ist das aus meiner Sicht nicht. Aber wenn man ihn ablösefrei schießen kann, warum nicht, ne? Genau, dann FCB Insight. Ich glaube, die haben irgendwie keine... Die wussten nicht, was sie berichten sollen. Haben sie auch mal Manu Kone bei Bayern ins Spiel gebracht. Glaube ich tatsächlich nicht dran. Wenn Manu Kone wechselt, dann ins Ausland, weil Bayern ist so stark in der Zentrale besetzt. Wenn alles rumspringt, Goretzka, Kimmich, Sabitzer, Ryan, Gravenberg, da glaube ich nicht dran. Da würde der Junge sich, glaube ich, komplett verabschieden, weil er kaum Spiele machen würde. Dann lieber bei Borussia bleiben, weil das bringt nichts aus meiner Sicht. Und ja, der junge Mann hat seinen Vertrag, seinen ersten Profivertrag. Herzlichen Glückwunsch, Simon Walde. Bis zu 26 ist er Borusse. Hat, glaube ich, noch keinen Profieinsatz. Kann noch kommen. Hoffen wir es mal. Rechter Verteidiger. Und wie ich schon angedeutet habe, in Gumu sticht beim Training so ein bisschen heraus. Hatte so, war so ein, zwei Tage raus wegen dem Hagelkorn, glaube ich, war das. Am Auge. Hagelkorn, ja. Hagelkorn am Auge. Aber Farke lobt ihn sehr. Und ich finde es einfach nur schade, sag ich euch, wie es ist, dass wir jetzt die Thematik so mit Sommer aufbekommen. Du hast wirklich einen Top-Kader jetzt im Training. Alle sind fit, alle sind da. Richtiger Konkurrenzkampf. Und jetzt kommt Bayern und will unseren Torhüter haben. Schwierig. Also ich finde es, also ich glaube, mit der Mannschaft, die wir jetzt am Start haben und der Breite, wenn alle gesund sind, dann geht in der Rückrunde einiges. Und ja, also wenn Bayern uns nicht so ein, sag ich mal, Omlin finanziert, dann würde ich sagen, nö. Dann fahrt, also die fahren ja wohl am Freitag nach Katar, Bayern. Da sind wieder Menschenrechtsprojekte, hat Bayern davor wahrscheinlich. Uli Hoeneß beobachtet die Menschenrechtsprojekte selber. Vom Flughafen aus der Limousine guckt er sich das an. An dieser Stelle liebe Grüße an Uli Hoeneß, der Menschenrechtler. Und ja, aber ich glaube nicht, dass das bis Freitag, wenn das bis Freitag über die Bühne geht, dann verliere ich, also bis morgen, dann verliere ich wirklich hier sämtlichen Glauben. Und ja, wir haben auch einen neuen Stürmer, Shio Fukuda, haben wir ja schon im Oktober berichtet, ist ein riesen japanisches Talent, Mittelstürmer, bullig, 1,78 nur groß, wird jetzt zu Gladbach, wird jetzt bei uns dazustoßen, erstmal aber nur in der zweiten. Ich habe noch keine richtigen Insights, muss mich über den Mann nochmal informieren, aber ich finde es wild, also die Thematik ist schon... Auch wie das durch die Medien geht. Also bei Sky läuft nichts mehr anderes, bei Sky Sport News HD. Obwohl Bayern heute Daily Blind verpflichtet hat, nur Sommer, Sommer, Sommer. Ja, ich fände es traurig, wenn er geht. Aber auch unsere Borussia wird in der Rückrunde sehr, sehr stark spielen. Davon bin ich überzeugt. Und zum Abschluss nochmal Werbung für meinen Discord. 1070 Leute im Moment. Da wird sich täglich ausgetauscht zu Transfer-News. Da könnt ihr eure Meinung loslassen. Der Link ist auch unten drin. Einfach anmelden und dabei sein. Und das war's für heute. Wieder ein Transfer-Update. Wieder einiges los bei unserer Borussia. Ich hoffe einfach, ja, dass wir langsam Ruhe reinbekommen. Die Thematik können wir jetzt wirklich nicht gebrauchen. Und morgen mache ich eine Pause. Am Samstag oder Sonntag bin ich wieder zurück.
wahrscheinlich sogar Sonntag mit einem Livestream von meiner Couch. Das wird sehr spannend. Also Abo und einen Daumen da lassen und jetzt macht's gut. Ciao. Wir sind Borussia.